Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann, freue mich auf diese Woche, auf die wundervollen Live-Gäste, die wir diese Stunde wieder haben werden, immer zwischen 12 und 1. Diese Woche geht es ums wunderbare Thema Radfahren. Gemeinsam mit dem Journal Frankfurt, da gibt es ja aktuell eine Sonderausgabe Radfahren in Frankfurt und Rhein-Main. Und ich freue mich sehr, dass heute der Stefan Traut bei mir zu Gast ist. Servus. Hallo, servus. Bist du mit dem Rad da? Jetzt sag nichts Falsches. Ich sag was Falsches, bin mit dem Auto da. Das gibt's doch nicht. Aber auf dem Auto hinten dran hängen drei Reihen. Ja, selbstverständlich. Ja, mindestens. Du bist nämlich Gründer und Geschäftsführer von der Goyago GmbH. Sagt mir gar nichts. Hast du auch eben schon gesagt, also im Vorgespräch, ihr fliegt so ein bisschen unterm Radar, zumindest mit diesem Namen. Ne? Aber ihr habt drei tolle Marken. Das stimmt. Wir sind mit dem Bike Temple mal gestartet. Mhm. Unser mobilen Fahrradkonzept. Dann das Thema Pedality, unser Thema Vermietung. Mhm. Und jetzt neuestes Baby in der Gruppe ist das Thema Lastenradzentrum. Yeah, da werden wir auf jeden Fall diese Stunde ganz viel drüber sprechen, auch über dich als Menschen, über dich als Papa. Deine zwei Kinder spielen ja auch Eishockey, hast du eben mal kurz angedeutet. Wenn wir alles diese Stunde noch erfahren, freue mich sehr, dass du hier bist. Jetzt hören wir einen Wunschsong von dir, von Kraftwerk. Wie soll es anders sein? Tour de France hier bei Radio Frankfurt. Viel Spaß. Wir sind mittendrin in der Stunde Chef on Air. Der Stefan Traut ist hier bei mir, Gründer und Geschäftsleiter von der Goyago GmbH. Servus, fühlt sich wohl? Ja, sehr. Bei dem Ausblick kann man sich ja gar nicht anders fühlen. Das finde ich auch. Stefan, wo kommst du her? Ich bin in Mainz geboren und wohne seitdem eigentlich immer hier im Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Wo wohnst du aktuell? Im schönen Schwalbach am Taunus. Ah, weil die Goyago GmbH, die sitzt zumindest laut Homepage in Schwalbach, aber da ist nur der Briefkasten. Da ist der Briefkasten, genau. Wir sind ja geschichtlich mit einem mobilen Fahrradladen in Form von einem großen, ausrangierten Linienbus gestartet. Aha. Und der hatte ja kein Zuhause. Und so haben wir natürlich die heimliche Adresse. Genau. Wie ging das los? Wie kam es da drauf, mit einem Omnibus durch die Gegend zu fahren und Fahrräder zu vermieten? Ah, ich bin 2014 mit einem Fahrradladen in Eschborn pleite gegangen. Mhm. Und ja, da war die Frage, weitermachen, aufhören. Okay. Und da gab es nicht so viele Alternativen. Als Unternehmer ist man Unternehmer. Und dann war die Entscheidung relativ schnell gefallen. Wir machen weiter. Die Frage war halt wie, weil ohne Geld und ohne Rahmenbedingungen, die es da passen, ohne war das nicht so einfach. Ja, es war einfach, war eigentlich schon schwierig. Ja, also ja. Das so. Und dann ja, kam mal alles so das gekoppelt, was man mal in der Historie gelernt hat. Und dann kam ein mobiler Fahrradladen raus in Form eines 12 Meter langen ausrangierten Busses, der vorher im Hunsrück unterwegs war. Und dann sind wir im Prinzip hier zur Bundesbank in den Industriepark, zur Deutschen Börse nach Eschborn, haben uns da immer einmal die Woche hingestellt, mhm, haben morgens die Räder angenommen und dann haben wir die entsprechend repariert und abends haben die entsprechenden Kunden die Räder wieder mit nach Hause genommen. 2012 war das? 2011. Die Pleite war 2011. 2011 bis 2014 war der Fahrradladen Eschborn und dann ab Juni 2014 ging es dann mit dem mobilen Fahrradkonzept los. Ja, und läuft, oder? Ja, wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind jetzt mittlerweile relativ groß mit über 50 Mitarbeitern und haben doch schon einiges richtig gemacht, glaube ich. Wer ist wir? Wer ist da noch mit dabei? Ja, ich habe im Prinzip ja schon ein paar Geschäftspartner dabei, die mich da auch tatkräftig unterstützen. Der Christoph Lenzenhofer, unser Geschäftsführer, der auch langjährig Wegbegleiter in vorigen Unternehmungen war. Genauso auch der Helmke, der bei uns die Finanzen leitet, oder hier Rochus, der mich hier auch heute mit ins Studio begleitet hat. Also von daher sind wir da schon eine ganz coole Truppe, auf die ich auch sehr stolz bin. Ja, wir sprechen gerade über die Goyago GmbH, wobei eher draußen bei den Fahrradfahrern natürlich die drei Markennamen bekannt sind. Ne? Ja, das ist klar, der Bike Temple schon immer. Wir waren auf jedem Event mit unserem kleinen orangefarbenen Büsschen. Dann kam Pedality dazu mit dem Thema Fahrradvermietung, was wir heute auch nach wie vor relativ intensiv spielen. Ja. Und das neueste Baby ist das Lastenradzentrum, wo wir jetzt auch im Mai nochmal einen neuen Laden hier in der Frankfurter Innenstadt eröffnen, im Tower 185 zwischen Hauptbahnhof und Festhalle. Das klingt doch fein, aber erklär nochmal die drei Marken an sich. Erstmal zum Bike Temple, was steckt da dahinter? Biketempel.de auch? Ganz klar, für uns das Thema Fahrradreparaturen. Jedes Rad, egal wo gekauft, reparieren wir gerne, sei es gewerblich oder für Privatkunden. Heute mit einem Hol- und Bring-Service ausgestattet. Wir haben auch noch den mobilen Ansatz heute ein bisschen geschrumpft in Form eines großen Sprinters und nicht mehr des großen Linienbusses. Mhm. Gibt es den noch überhaupt? Nee, ich habe ihn tatsächlich vor Weihnachten habe ich ihn verkauft. Ach komm, ja, ehrlich? Ja, ich habe ihn verkauft. Schweren Herzens haben mich alle verflucht für. ich habe auch immer noch so viel Geld bekommen, dass ich die Batterie, die ich zwei Wochen vorher gekauft habe, wieder refinanziert habe. Aber der war echt schon fertig. Der hatte 700.000 Kilometer und bei uns stand er eher, als dass er gefahren ist. War ja dann auch kein Linienbus mehr. Ja. Schimpft sich ja in Deutschland in der Bürokratie dann Sonderkraftwagen.
Okay. Von daher alles gut. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Der Chef on Air, heute ist der Stefan Traut von der Goyago GmbH mit den tollen Marken Bike-Tempel, Fidelity und Lastenradzentrum. Stefan, Bike-Tempel haben wir eben erklärt, geht es ums Thema Reparatur, ne? Ja, inklusive Holen und Bringen logischerweise. Oh, das ist natürlich sehr, macht ihr schon länger, oder? Erst Holen und Bringen machen wir schon lange, ja genau. Ich finde es einen tollen Service, dass man einfach sein Fahrrad zu Hause abgeholt bekommt. Wir reparieren es dann und in den meisten Fällen bringen wir es auch wieder zurück. In den meisten Fällen, wieso? Ach, manchmal behalten wir es einfach, weil es so geil geworden ist. So ein richtig geiles Fahrrad ist, behalten wir das lieber. Ein Scherz, okay. Lass mal Fidelity erklären. Wo geht's da? Worum geht's da? Klassisch Fahrradvermietung. Mhm. Kurz-, mittel-, langfristig heißt, wer ein schönes Wochenende mit auf dem E-Bike erleben will, kann sich das gern für einen Tag oder für ein Wochenende ausleihen. Okay. Wir haben aber auch entsprechend längerfristige Arrangements, wenn man beispielsweise mal den Führerschein nicht mehr so parat hat und mal 4 Wochen zu Fuß gehen muss, kann man das gerne auch mit einem E-Bike verknüpfen. Darf man dann ein E-Bike fahren? Ja, solange das nur auf 25 Kilometer reduziert ist und kein Kennzeichen trägt, dann ist das genau die Variante der Wahl. Mhm. Und für alles, was länger als 4 Wochen geht, haben wir ein entsprechendes Abo-Modell. Was kostet das, wenn ich mir jetzt für ein Wochenende... Ich bin mal E-Bike gefahren und es war so geil, weil ich ehrlich gesagt Fahrradfahren hasse. Weil ich bin mal auf Fuerteventura, ja, das ist ja die Windsurferinsel, weil da so ein toller Wind geht, Fahrrad gefahren. Und ich hatte gefühlt die ganze Zeit Gegenwind. Ich glaube, seitdem habe ich mir selber das Fahrradfahren so ein bisschen verscherzt. Aber E-Bike finde ich mega geil. Das stimmt. Was kostet das, wenn ich das Wochenende jetzt zum Beispiel live, Freitag bis Sonntag? 49 Euro. Geht's da los, genau. Aber mein Trainer früher hier im Sossenheimer Radsportverein hat immer gesagt, nur im Wind wird man stark, ne? Also von daher brauchst du gar keinen Motor mehr, wenn du da lange im Urlaub warst. Alles klar, ist nicht so ganz mein Motor, aber für mich ist, wenn Schwitzen ist, wenn Muskeln weinen, ist so mein Motor. Okay, Verleih finde ich geil und jetzt das Lastenradzentrum. Für mich als Daddy von 2 Kids natürlich auch ein geiles Thema, ne? Ja, kommt ja auch immer mehr, ne? Also ja. Wer ein bisschen Zeit sparen will, was für die Umwelt tut, aufs Zweitauto verzichtet, der ist mit einem Lastenrad ganz gut aufgehoben. Verstärkt jetzt auch im gewerblichen Bereich, sei es hier im Bereich der Lieferdienste, sei es die Paketdienste UPS, DHL, DPD, die mittlerweile auch mit Fahrrädern ihre Waren und Pakete ausfahren. Ja. Cool. Genauso aber auch hier lokale Partner wie Sachen auf Rädern hier, die eher was im nachhaltigen Bereich dann für Kunden ausfahren. Mhm. Bis hin auch zu den ganzen Startups wie hier in Frankfurt Grovitech, die entsprechend hier so 15 Minuten Lieferservice anbieten oder auch eine ganze Reihe an Gastrobetrieben, die jetzt Corona-bedingt auf das Thema Auslieferung setzen, die sich dann bei uns entsprechender E-Bikes bedienen. Und auf die Lastenräder halt, ne? Ja, Lastenräder, E-Bikes, alles das, was einen im Prinzip weiterbringt im Leben. Und wir haben halt viele Eltern, die ganz klar das Thema Zeit im Fokus haben. Ne? Mhm. Durch das Thema Lastenrad habe ich so einen gewissen Wegzeitverkürzer. Ja, ja, auf jeden Fall. Und schaffe natürlich dann deutlich mehr Strecke in weniger Zeit als mit dem Auto. Ja, vor allem, wenn ich mir überlege, dass ich heute Morgen wieder 20 Minuten am Parkplatz hier gesucht habe, ist so ein Fahrrad natürlich leichter irgendwo abzustellen. Ja, wir hatten eine nette Mama aus Sachsenhausen, die hatte das wirklich mal minutiös gegeneinander aufgewogen. Auto, ÖPNV und Lastenrad. Und mit dem Lastenrad hat sie ungefähr 1,5 Stunden am Tag Zeit gewinnt. Am Tag? Am Tag, ja. Krass. Und seitdem haben sie den Trittwagen abgeschafft und sich noch ein zweites Lastenrad organisiert. Mhm. Ganz klasse finde ich das. Und du bist schon seit der Jugend, glaube ich, Fahrrad begeistert, ne? Und hast deine Kids, glaube ich, auch angesteckt. Wir müssen kurz über das Thema, was ich eben angesprochen habe, sprechen, damit wir es nicht hier auslassen. Und zwar ein neues Produkt, Junior Spike Abo. Nicht deins, ne? Sondern? Nee, leider das von meinem 16-jährigen Sohn. Ich habe ja 4 Kinder und er ist der älteste Sohn. Mhm. Und letztes Jahr Corona kam er, im Prinzip war es ein bisschen langweilig zu Hause. Okay. Und kam auf die glorreiche Idee, dass er uns ein bisschen helfen wollte in der Firma. Ich dachte eher an Fahrrad auspacken und so. Ja. Irgendwann habe ich ihm aus Spaß zugerufen, er könnte sich ja mal über so ein Kinderrad-Abo Gedanken machen, wo so ein bisschen das Thema Fahrrad mitwachsen unterwegs ist. Mhm. Und dabei habe ich es aber belassen. Er ist dann hier zum Marketingleiter, zum Finanzchef und was auch immer. Und irgendwann kam er dann Ende des Jahres und sagte, hier Papa, das ist die neue Marke, das ist der Businessplan, das sind die Lieferanten und so geht das los. Geil. Und jetzt haben wir das hier an den Start geschoben und das läuft bisher schon sehr zufriedenstellend, würde ich sagen. Ja. Das finde ich ja ganz schön spitze. Da ist der Papa ganz schön stolz, ne? Mit seinem Grinsen so richtig deute hier. Ja. 4 Kinder hast du? Wie alt sind die insgesamt? 22, 16, 9 und 7. Krass. Ja, sehe ich auch so. Ich habe jetzt, wenn ich alles zusammen addiere, im März meinen 54. Kindergeburtstag gefeiert.
Nicht schlecht hier. Stefan Traut ist diese Stunde mein Gast hier bei Chef on Air bei Radio Frankfurt. Er ist Gründer und Geschäftsleiter der Goyago GmbH mit den Marken Bike Temple, Pedality, dem Lastenradzentrum und jetzt auch ganz neu dem Juniors Bike Abo. Und wir babbeln natürlich gleich weiter. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann und diese Woche fokussieren wir unseren Blick auf das Radfahren. Zusammen mit dem Journal Frankfurt gibt es ja aktuell eine tolle Sonderausgabe Radfahren in Frankfurt und Rhein-Main. Und deswegen haben wir uns diese Woche jeden Mittag einen Gast zu diesem Thema eingeladen. Bei mir sitzt gerade diese Stunde der Stefan Traut, Gründer und Geschäftsführer von der Goyago GmbH. Bist nicht mit dem Fahrrad da, hast du gesagt? Nein, mit dem Auto. Du kommst aber auch Schwalbach im Taunus, ne? Da wärst du eine Weile unterwegs hier, oder? Ja, das steht. Das muss man fairerweise sagen, geht genauso schnell wie mit dem Auto. Wieso bist du nicht mit dem Fahrrad da? Weil ich den Kollegen noch mitnehmen musste. Mhm. Und, habt ihr kein Tandem oder was? Oder Lastenfahrrad, das wäre doch lustig gewesen. Lastenrad wäre die Option gewesen. Kommst du überhaupt selber noch so ordentlich zum Radfahren? Immer seltener, aber ich versuche es dann doch noch ab und zu. Also ich fahre normalerweise tatsächlich von Schwalbach zur Arbeit nach Sossenheim, wo unsere Werkstatt und so ist, mit dem Lastenrad. Mhm. Das mache ich eigentlich jeden Tag so und ansonsten jetzt am Wochenende war ich auch zweimal mit dem Gravelbike im schönen Taunus unterwegs. Und was bist du für eine Art Radfahrer? Muss da richtig, muss es in die Schmerzen gehen? Also bist du so ein Up-Downhill-Fahrer irgendwie oder so ein gemütlicher Radfahrer? Wie kam bei dir die Leidenschaft? Nee, ich komme ja schon im Prinzip aus dem Rennsport. Bin hier in Sossenheim ja im Radsportverein groß geworden. Siehste? Eher auf Straße und auf dem Crossrad. Von daher ist das schon eher noch die sportliche Variante. Wobei beim Lastenrad greife ich auf den Akku und den Motor zurück. Wenn ich dann privat fahre, dann tatsächlich auf das muskelbetriebene Gefährt. Aber wie gesagt, vor 2 Jahren bin ich auch mit dem Sohnemann den Jakobsweg geradelt. Ernsthaft? Mit dem Rad, ja, ohne Motor. Das habe ich aber schon ein paar Mal verflucht. Nächstes Mal dann doch mit Motor, oder? Ja, es war krass. Das waren 1500 Kilometer in 10 Tagen. Mhm. Wir sind Dijon, Frankreich gefahren und dann wirklich hinten bis Santiago de Compostela. Das war schon hinten raus echt sportlich. Mit einem der 3 Sohnemänner, die du hast? Mit dem Ältesten, ja. Der war da 14, 15, genau. Und hat uns schön immer oben am Berg auf uns gewartet. Ja? Ist er auch so ein begeisterter Radfahrer wie du? Der ist sehr sportlich unterwegs, aber wie gesagt, der hat einfach dieses Watt-pro-Kilogramm-Thema, hat er besser im Griff wie sein Vater. Alles klar. Schön, dass du hier bist. Stefan Traut von der Goyago GmbH, diese Stunde hier bei Chef on Air. Bei mir sitzt der Stefan Traut von der Goyago GmbH. Es dreht sich hier alles rund ums Thema Radfahren, Bike Temple, Pedality und Lastenradzentrum. 3 deiner Marken, alle vereint unter www.goyago.com. Wer sind denn so eure Kunden, Stefan? Och. Da ist alles dabei, vom Privatkunden, von der Mama und dem Papa mit dem Lastenrad bis hin zu großen Unternehmen aus dem Logistikbereich. Unser größter Kunde ist aber allerdings das Hessische Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Was macht ihr denn mit denen? Seit September 18 machen wir für die das Projekt Radfahren neu entdecken. Mhm. In dem Rahmen können Kommunen sich Fahrräder vom Land ausleihen und ihren Bürgerinnen und Bürgern immer im 2-Wochen-Zyklus zur Verfügung stellen. Das ist ja geil. Du hast eben auch drüber gesprochen, über Radfahren gemeinsam entdecken. Das fand ich ganz, ganz klasse, was du da erwähnt hast. Erklär das nochmal. Das ist jetzt so die nächste Evolutionsstufe, dass man auch Menschen, die sozusagen aufgrund ihrer körperlichen Behinderheit oder des Alters nicht mehr in der Lage sind, einfach selbst Rad zu fahren, die Möglichkeit gibt, entsprechende Fahrräder zur Verfügung zu stellen. Hier über Altenheime, Vereine etc., um einfach da auch das Thema Radfahren wieder gemeinsam zu erleben. So wie so eine Art Rikscha dann, oder wie? Ja, es gibt verschiedene Modelle, was ich sehr schön finde, von Van Raam ist eins, wo du vorne einfach eine Sitzbank hast, wie auf der Gartenlaube. Vorne dran ist es. Vorne dran und dann Oma und Opa da sitzen und gefahren werden. Also das ist super. Es macht allen Spaß. Super. Und sind viele super begeistert von. Das finde ich auch eine super, super Idee. Wann ging es bei dir los? Du hast am 18. Geburtstag deinen ersten Laden eröffnet, stimmt ja, das? Ja, am 18. Geburtstag bin ich morgens, bevor ich zur Schule gefahren bin, zum Gewerbeamt gefahren und habe meinen ersten Gewerbeschein mir abgeholt. Dein eigenes Geburtstagsgeschenk gemacht zur Volljährigkeit sozusagen. Ja, du weißt, nur in ihren Führerschein ab und du machst ein Radgeschäft auf. Ja, genau. Führerschein gab es erst 2 Wochen später, aber bei Papa in der Garage fing dann das Thema Fahrradladen an. Ach so, richtig in der Garage? Ja, so. Geil. Sehr, sehr gut. Ganz klassisch. Das heißt, jetzt, wie alt bist du? Ich bin jetzt 47. 47. Du kommst aus Mainz ursprünglich, warst auch schon mal weiter weg irgendwo, oder? Ja, mal 2 Jahre in Hamburg, habe ich für einen Zahlungsverkehrsdienstleister gearbeitet als Vertriebschef. Aber ansonsten bin ich schon ein Kind des Rhein-Main-Gebiets. Und deine Hobbys sind unter anderem auch Sport, ne? Nicht nur das Radfahren, gell? Nee, nicht Radfahren, aber in letzter Zeit dann eher den Sport der Kinder zu begleiten. Und zwar? Ja, die 2 Kleinen spielen Eishockey. Hier bei den Lions, ne? Hier bei den Frankfurter Löwen, genau, geil. Im Nachwuchs.
Und daher sind wir da auch mittlerweile offizieller Bike-Partner der Löwen in der Profimannschaft und versuchen da auch unseren Beitrag zu leisten, um Eishockey hier in Frankfurt weiter nach vorne zu bringen. Ihr seid Bike-Partner von den Löwen, das heißt, die radeln mit euren Bikes dann im Training den Feldberg nur vor. Das kommt jetzt Corona-bedingt, war das ja alles ein bisschen schwierig, aber es gibt auf jeden Fall ein offizielles Löwen-Bike, ein Familienlastenrad, entsprechend beklebt. Ach ja, geil. Mit dem Löwen drauf und ist das ein großes Thema für uns, klar, weil wir ganz nah dran sind. Und die Eintracht ist natürlich auch dein Club, oder? Jo, da war ich früher schon so ein klassisches Kind des Waldstadions, früher noch im G-Block. Mittlerweile aber ein bisschen eher aus der Beobachterszene und klar, Fan ist man geblieben, aber jetzt nicht mehr so auf dem Stadion. Wir haben eben schon über eindrucksvolle Fahrraderlebnisse gesprochen. Du bist mit deinem Sohn den Jakobsweg gefahren, finde ich mega. Aber ohne Elektroantrieb, oder? Leider ja. Okay, gibt es noch was, was du sagst, oh, das war richtig geil, das mache ich nochmal oder werde ich nie vergessen? Nein, also das muss ich sagen, das ist einerseits dieses Papa-Sohn-Erlebnis, was wirklich sehr beeindruckend war, dann auch wirklich diese Pilger in diesen Heerscharen da zu sehen, das war schon alles sehr beeindruckend. Also wie gesagt, das würde ich schon so sehen als eines der Highlights überhaupt, was das Thema Fahrradfahren anging, für mich persönlich jetzt. Ich, ehrlich gesagt, dachte ich immer, Jakobsweg darf man nur wandern. Wart ihr die einzigen Radfahrer? Nee, da gibt es schon mehr. Ja, beschimpft, ja. Das ist so wie im Alltag hier auch. Ne? Autofahrer gegen Radfahrer und Radfahrer gegen Fußgänger. Das ist da ähnlich. Aber ich hatte mir diese Massen nicht vorgestellt. Also ist aber auf der anderen Seite für jeden Politiker ein wirkliches Vorbild. So eine krasse Infrastruktur als Radweg habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also so eine perfekte Beschilderung. Versorgung mit allem, was man da so braucht, das war schon sehr, sehr cool. Sehr cool. Stefan Traut, diese Stunde mein Gast gewesen. Wir haben schon gleich 1 Uhr. Toll, dass du hier warst. Vielen Dank. Vielen Dank für den tollen Ausblick und das Gespräch. Sehr, sehr, sehr gerne. Stefan Traut, Gründer und Geschäftsleiter der Goyago GmbH. Schauen Sie mal nach unter www.goyago.com. Hier vereinen sich alle Marken Bike Temple, Pedality, das Lastenradzentrum und natürlich gerade das neue Produkt seines Sohnes, das Junior Bike Abo. Viel Erfolg und tolles Jahr 2021 wünsche ich. Ja, vielen Dank und bleibt alle gesund.